Ich sag mal, moin liebe Leute und willkommen zum nächsten Projekt. Ich habe mal wieder was anderes angefangen. Man kann einfach so viel bauen, es macht so viel Spaß, ganz ehrlich Leute. Ich glaube, ich finische niemals ein Projekt, denn ich habe hier, wie man sieht hier oben, ein paar Sachen schon. Hier habe ich Kettensägen mit Feuer gehabt. Das Flugzeug, was noch nicht ganz fliegt, der Helikopter, der nicht abhebt, das Katapult, das funktioniert einwandfrei, schießt er nur einmal, danach fällt es auseinander. Meine Megakanone und ein Rambock, aber der Rambock ist irgendwie nicht stark genug und ich habe mich daran jetzt gemacht, weil ich habe versucht, den Helikopter weiterzubauen. Das Problem dabei ist ganz einfach gewesen, dass ich nicht vorangekommen bin, was das betrifft, dass ich, sag ich mal, ihn in die Luft bekomme und auch wirklich konstant fliegt. Ich nenne das jetzt mal drei Propeller. Propel. Naja. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, sonst wäre es peinlich. Aber meine Güte, es soll ja auch nur. Okay, ich wollte gerade sagen, soll nur gespeichert werden. Auf jeden Fall, das Ding, es fliegt. Wirklich. Also, ich mache das jetzt mal ohne unzerstörbaren Modus. Das Problem ist aber, ich habe bis jetzt noch keine Tipps bekommen, wie ich es ausbalancieren kann, dass ich wirklich auch nur zu den Seiten fliege. Also, dass er jetzt konstant in die Luft fliegt und dann sich vielleicht dreht oder so. Also, ich habe da noch nichts bekommen. Und ich habe auch zerstörbaren Modus drin, das heißt, wir zerfetzen. Das Witzige ist, ich habe halt hier, wie man sieht, die drei Propeller. Und der hintere soll eigentlich nur dieses Bug stabilisieren. Ich weiß nicht ganz genau, wofür ich dieses hintere Flügelteil ran gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich sinnlos ist. Aber wie gesagt, ich habe hier kaum, also sag ich mal, Erfahrung damit, was die Physik angeht. Weil ich habe das Gefühl, umso öfter ich hochfliege, umso mehr zieht er zur Seite. Nicht immer startet er so gerade, manchmal startet er richtig schief. Wir können jetzt natürlich jetzt nach links und rechts schwenken. Das Problem ist aber, dass ich auch noch was brauche, womit ich nach links und rechts ziehe. Denn ihr seht, er kommt dann ins Schleudern und zerfetzt. Also, ich kann auch mal unzerstörbare Modus anmachen, das gibt's auch. Dann können wir von mir aus das Ding einmal anzünden und uns freuen, dass wir es anzünden konnten. Und dann haben wir quasi einen brennenden Helikopter. Bisschen Action hier. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Bomben da drauf, damit das halt wieder ein bisschen spektakulärer wirkt. Aber ich habe einfach, wie gesagt, das Problem, er schmiert irgendwann einfach ab. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich es schaffe, den wirklich stabil nach oben zu kriegen. Dass er wirklich gerade bleibt, sich ausbalanciert von alleine und. Also, ich wäre wirklich über Tipps sehr erfreut, denn ich möchte mir nicht so viele Let's Plays oder andere Spiele angucken, wo Leute bauen, denn ich versuche das Ganze auf eigene Kreation zu bauen und das ist eine eigene Kreation, da habe ich jetzt fast 2 Stunden dran gesessen. Manche meinten, ey, stream doch einfach mal so ein bisschen Besiege, aber ich möchte ganz einfach sagen, dass Besiege viel zu, sagen wir es mal, langweilig auf Dauer ist. Es ist einfach auf Dauer langweilig, denn ich baue mir im Endeffekt ja den Kram zusammen und es dauert doch sehr, 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 sehr lange. Jetzt hören wir mal. Ich will mal gucken, ob ich das hier hinsetzen kann. Kann ich hier nicht reinsetzen? Explodiert die gleich? Nee, okay, komm, Action. Das heißt, wenn wir jetzt so gegen krachen, explodiert es richtig. Na, nicht runterfallen. Komm, lass ihn runterfallen. So, wir haben gesehen, er ist explodiert. Musste ganz kurz mal Headset muten hier. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das realisieren kann, dass ich den ein bisschen cooler kriege. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich nicht. Ich versuche schon alles Mögliche, das zu stabilisieren, aber ich krieg's einfach nicht hin. Und wie gesagt, ich wäre über Tipps sehr, 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 sehr erfreut und sage somit mal, haut rein und bis zum nächsten Video.